Herzlich willkommen und hallo zu täglich 1 einer neuen Ausgabe hier auf YouTube. Mein Name ist Marco Lorenz, alle, die unseren Kanal kennen und folgen, Dankeschön. Alle, die den Kanal noch nicht kennen, denkt dran zu abonnieren und zu teilen. Ja, heute ist Freitag. Ich bin froh, wenn endlich Wochenende ist. Es sieht so ein bisschen nach Regen aus hier oben. Da soll heute auch ein bisschen Regen kommen. Mal abwarten. So ein bisschen in der Zeit, wo ich quasi auf meiner Arbeit bin. Also nicht da, sondern quasi noch ein dahinter bin. Ich darf den Arbeitgeber nicht wirklich nennen, weil die wollen das nicht. Ja? Also angeblich wollen es nicht. Man weiß es nicht. Zumindest war ja heute mein Bürotag gewesen. Und Gott sei Dank hat mir den heute mal genommen. War mal richtig schön. Ich konnte heute Morgen erstmal ausschlafen, weil mein Kind musste heute nicht zur Kita, weil die heute wegen einer Weiterbildung geschlossen haben. Das heißt, gut um 8 Uhr wurde ich wach und dachte mir so, nee, 8 Uhr stehst du auf, legst du nochmal hin, wurde ich wieder wach um 8.30 Uhr, habe gesagt, jupp, und jetzt stehst du auf, passt. Ja? Also ein bisschen ausschlafen konnte ich zumindest. Danach gleich ab in die Wanne rein, danach war meine Frau auch schon zu Hause, haben wir noch kurz gemeinsam schön Frühstück gegessen, in aller Ruhe. Dann ab zum PC Büroarbeiten gemacht und nach den Büroarbeiten noch ein bisschen Smalltalk mit meiner Frau gehalten und jetzt auf dem Weg zur, leider, zur anderen Arbeit, die ich hier noch ausübe. Ja, morgen sind wir auf jeden Fall wieder im Garten. Wir haben auch heute ein Paket erhalten von Timo. Ja, kennt ja fast jeder Timo, die Firma. Bestellen wir so ähnlich wie bei Wish eigentlich gerne. Natürlich, muss man immer zu sagen, bei Timo und bei Wish ist immer die Sache von Arte, wer billig kauft, kauft doppelt. Also man kann jetzt nicht das Meisterwerk von Timo erwarten oder vom Wish, aber man weiß, es ist ein Billigprodukt. Also wer billig zahlt, muss man mit Billigsachen umgehen können. Das eine, ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin ist. Das eine ist eine Spaßanlage, eine Bewässerungsanlage fürs Trampolin, was man so ringsherum bindet und quasi das Trampolin von oben her nass machen soll. Spaß für den Sommer. Das Ganze habe ich mir aber, glaube ich, zweimal gekauft. Guck mal, die Flügel hier oben gerade. Das Ganze habe ich mir zweimal gekauft, weil ich habe mir so überlegt, wenn das System gut funktioniert, könnte man es auch eigentlich auch zur Bewässerung nehmen, zum Beispiel der Blumenfläche bei uns im Garten. Im Sommer, wenn es wirklich sehr warm und trocken wird, wäre so eine Möglichkeit dafür. Mal gucken, wie das Zeug spritzt. Und irgendwas anderes habe ich noch gekauft. Ich glaube, genau, so ein LED-Lichterschlauch. Ja, zu dem Preis kriegst du in Deutschland keins und das hält auf jeden Fall über Solar und so weiter, zu meiner Frau gesagt, zum Abend Poolbeleuchten, bestimmt eine geile Sache. Ja. Sorry heute für den Wind. Ja, man hört, der Wind heute ein bisschen stärker, aber gut, ist halt, ich wollte sagen, ist halt Herbst, ist halt Frühling, Sommer haben wir noch nicht. Also, das war der Kurzbericht, bevor ihr noch Wind hört, dann schreibt meine Stimme von mir, von täglich 1, von euer Marco Lorenz. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, einfach abonnieren und teilen, abonnieren, teilen. Oder schaut in unser Forum rein, wenn ihr uns unterstützen wollt in irgendwelchen Gartenprojekten oder was auch immer. Oder ihr wollt mal gerne, dass wir ein Produkt für euch testen als Firma. Schreibt uns einfach an kontakt.marcolorenz@gmail.com. Und wir sehen uns morgen wieder. So täglich eine Ausgabe, bis wir mindestens unsere 10.000 Abonnenten erreicht haben. Also, ab morgen geht's weiter. Tschüss, ich gehe jetzt arbeiten zu meiner normalen Arbeit. Die ist da hinten zu sehen, sich gerade. Wozu ist die Kamera? Da. Da ist meine normale Arbeit zu sehen. Nicht das große M, sondern darunter das Logo und darunter das Logo, unter dem Logo, was hinter dem Baum ist. Also, wir sehen uns dann gleich, wenn ihr wollt, bei mir auf Arbeit. Ansonsten morgen wieder auf meinem Kanal. Tschüss, hab euch lieb, bis bald, euer Marco Lorenz.